Guten Tag und herzlich willkommen. Dies ist das Spiel des Internationalpokals zwischen Dänemark und Brasilien. Das Wetter ist gut, perfekte Bedingungen für ein tolles Spiel. Brasilien spielt auswärts. Ich bin Klaus Grunewald und mit mir in der Kommentatorenbox sitzt Bernd Schuster. Also Klaus, dem Fußballfest steht nichts mehr im Wege. Das Stadion ist fantastisch, das Wetter ist traumhaft. Was will das Herz noch mehr? Danke Bernd. Die Spannung steigt, denn der Anpfiff rückt näher. Yuji Hasegawa leitet die heutige Begegnung. Nummer 10. Pass zu Nummer 18. Der Schiedsrichter deutet Weiterspiel. Sehr gut verteidigt von Lausen. Kurz zu Nummer 10. Passt nach links. Ah, tolle Leistung. Direkt weitergegeben von Nummer 13. Das ist ein Abstoß vom Tor. Zu Sand. Bernd, wir sind zwar noch in der Anfangsphase dieses Spiels, aber ist dir schon was aufgefallen? Klar, beide Teams haben großen Respekt voreinander. Trotzdem wäre es an der Zeit, jetzt den Vorwärtsgang einzulegen. Nummer 7. Pass zu Nummer 6. Kurz zu Nummer 6. Das wird ein Abstoß vom Tor sein. Fünfzehn Minuten in der ersten Halbzeit sind gespielt. Der Schiri winkt ab. Gute Verteidigung. Zu Sand. Er schlägt eine Flanke. An den Querbalken. Und er ist drin. Brillantes Tor. Das erste Tor schießt Dänemark. Karneval in Rio. Die Menge feiert brasilianisch. Wir sind zwar noch in der Anfangsphase des Spiels, aber man kann schon sagen, dass dieses Tor äußerst wichtig war für Dänemark. Also 1:0 Brasilien muss jetzt ein Tor aufholen. Und er verliert den Ball, passt nach rechts. Leichtfertig vergeben. Er schlägt eine Flanke. Dänemark mit der Ecke. Was kann er daraus machen? Der ist gefährlich. Irgendwie haben sie den Ball aus der Gefahrenzone gebracht.
Sand passt direkt weiter. Nummer 11. Nach rechts. Sie versuchen die Lücke zu finden. Der Ball ist im Aus. Die erste halbe Stunde ist vorüber. Pass zu Gravesen. Kurz zu Thomasson. Zu Thomasson. Sie verlieren den Ballbesitz. Thomasson. Wechselt die Seite nach links. Der Schiri scheint nicht glücklich über dieses Foul zu sein. Er hat Glück. Er kommt nochmal mit einer Verwarnung davon. Kann er ordentlich flanken? Einwurf. Der ging ins Tor aus, damit Abstoß. Er verliert ihn. Pass zu Jürgensen. Hervorragend eingesetzt. Zwei seiner Mitspieler sind im Strafraum. Das ist ein Abstoß vom Tor. Er spielt ihn lang nach vorne. Abstoß vom Tor. Da muss ihm einer helfen. Der ist im Aus. Einwurf. Zurück auf Hellweg. Kurz zu Thomasson. Er schießt aufs Tor. Nach vorn gespielt. Zu Töfting. Hellweg. Das war der Halbzeitpfiff. So, direkt zu dir, Bernd. Wie beurteilst du das Spiel von Brasilien in der ersten Halbzeit? Ich glaube, sie können den Sieg immer noch schaffen, um das Spiel noch umzudrehen. Thank you.
So, jetzt die Einwechslung. Neue Spieler, neues Glück. Dänemark bringt den Ball zur zweiten Halbzeit ins Spiel. Es hat einige Auswechslungen gegeben bei Brasilien. Greift das rechte Tor an. Und die Mannschaft, die auf das linke Tor spielt, ist Dänemark. Sie haben den Ball verloren. Pass zu Gravesen. Sie versuchen, die Lücke zu finden. Kein Foul. Weiterspielen, sagt der Schiri. Flanke. Spielt den Ball nach vorne. Scheint bisher Probleme im Angriff zu haben. Das siehst du ähnlich, oder? Sie müssen einfach besser aus ihrer eigenen Hälfte herauskommen. Hast du absolut recht. Er schlägt eine Flanke. Nach links. Steil in die Spitze. Er schießt. Nicht genau genug getroffen. Oh nein, der ist nicht drin. Also, da würde sich später einige Fragen des Trainers gefallen lassen müssen. Knapp 15 Minuten der zweiten Hälfte sind gespielt. Kurz zu Thomasson. Das sieht gut aus. Und der Schuss. Der musste doch reingehen. Sand will sein zweites Tor machen. Er leitet ihn direkt weiter. Gute Idee, aber zu durchsichtig gemacht. Zu Sand. Direkt weitergegeben von Nummer 7. Schlechter Pass. Das sieht nach einer gelben aus. Gelbe Karte. Das ist die erste gelbe Karte im Spiel. Der Pass kam nicht an. Den haben sie verschenkt. Steilpass aus der zweiten Reihe. Oh, rechts vorbei. Gravesen bekommt ihn. Jürgensen spielt den Ball nach rechts. Weit rausgespielt auf Jürgensen. Er sucht den Vordermann. Das ist Heinze. Er spielt ihn rein. Nummer 1. Mit einem tollen Reflex. Der landet beim Gegner. Spielt nach links ab. Pass zu Romedal. Spielt ihn nach vorne. Gut aufgepasst. Er spielt ihn rein. Schuss. Wow, irgendwie konnte er da noch klären. Passt nach rechts.
kurz zu Romedal. Er nimmt ihm den Ball ab. Schuss aus der Halbdistanz. Weit weggefaustet vom Keeper. Hervorragend abgewehrt. Nummer 2 wird die Ecke schießen. Hervorragend geklärt, Klaus. Foul. Der Schiedsrichter greift in seine Hemdtasche. Der Schiedsrichter zieht rot. Das war stark gemacht von Nummer 14. Ballbesitz verloren. Dänemark wird wechseln. Der Pass kommt durch. Geht der rein? Der verfehlt das Ziel. So, da haben wir die erste Auswechslung in diesem Spiel durch Dänemark. Und das ist ein Foul. Freistoß. Wir sind in der letzten Minute. Das könnte die letzte Chance sein. Wir sind jetzt in der Nachspielzeit. Es geht noch eine Minute. Zu Romedal. Der Schiri hat gepfiffen. Das Spiel wird härter. Er sieht rot und das zu Recht. Der ging ins Tor aus, damit Abstoß. Das ist das 1:1. Das war Weltklasse abgeschlossen. Unglaublich, aber das ist der Ausgleich. Die Fans sind wie betäubt. Also, wenn sie jetzt treffen, dann werden ihre Gegner noch Probleme bekommen. Damit ist das Spiel wieder unentschieden. 1:1. Er flankt. Der Torwart ist heute ohne Fehl und Tadel. Er schlägt den Ball nach vorn. Er hat den Pass abgefangen. Gronkier. Das war's. Abpfiff. Das Spiel endet mit einem Unentschieden. Nun, die beiden Mannschaften haben uns heute ein tolles Spiel gezeigt. Das verdient in einem Unentschieden endet. Danke, Bernd. Bernd Schuster und ich.